Liebe Lüneburgerinnen, liebe Lüneburger, liebe Menschen aus der Republik, die sich heute zugeschaltet haben, liebe Studierende der Leuphana-Universität Lüneburg, herzlich willkommen zum zweiten Zukunftsstadt-Magazin. Es freut mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind. Das Thema ist heute die mobile Stadt. Ein großes Thema, das wir in unterschiedlichen Facetten beleuchten werden. Wir haben ein Interview mit einem der führenden, wenn nicht dem führenden Zukunfts- und Mobilitätsforscher in Deutschland. Wir werden wieder einen Einblick in ein ganz konkretes Experiment in der Zukunftsstadt haben, wo es darum geht, wie Lüneburg sich schon auf den Weg gemacht hat, Lieferinfrastrukturen in der Innenstadt nachhaltiger zu gestalten. Wir werden wieder schauen, wie es eine andere Stadt macht. Dieses Mal die fahrradfreundlichste Mittelstadt in Deutschland. Da freue ich mich sehr, dass wir da auch ein Gespräch haben werden. Und ich bin nicht allein. Wie gestern, auch heute wieder wunderbare Gäste hier, die ich ganz herzlich begrüße. Wir haben auf der einen Seite Christine Jordan, die eine Kleinunternehmerin ist, aber auch eine Nachhaltigkeit im besten Sinne Aktivistin, weil sie aktiv ist und Nachhaltigkeit in der Innenstadt voranbringt. Und wir werden einiges erfahren, was denn Mobilität auch mit Einzelhandel zu tun hat, mit Gastronomie und wie man das anders denken kann. Herzlich willkommen. Danke. Und wir haben auf der anderen Seite Finn Reinhardt hier. Finn Reinhardt, wie ich gestern schon gesagt habe, ist noch nicht Student der Kulturwissenschaften, sondern noch ein Erstsemesterstudent, wo er bei uns über die Fächergrenzen hinweg im ersten Semester studiert wird. Ab nächstem Semester wird er Kulturwissenschaften studieren, hat sich auch in einem Projektseminar mit der Frage auseinandergesetzt, wie kann denn Mobilität nachhaltiger in Lüneburg gestaltet werden. Herzlich willkommen, freut mich total, dass Sie heute hier sind und uns ein paar Einblicke geben werden in das ganz konkrete Projekt. Wir werden gleich auch noch zugeschaltet bekommen, weil Herr Mossmann leider kurzfristig krankheitsbedingt absagen musste, werden wir per Zoom den Koordinator des Zukunftsstadtprojekts Sebastian Heilmann zugeschaltet bekommen und dann in dieser Runde gemeinsam die Impulse, die wir heute erhalten werden, diskutieren. Wie gestern starten wir auch heute mit einem Impuls von einem Experten, einem Expertinnengespräch. Ich habe schon angekündigt, wir haben das große Glück, dass einer der renommiertesten Zukunfts- und Mobilitätsforscher, Professor Dr. Stefan Rammler, sich bereit erklärt hat, ein Interview mit mir zu führen. Leider mussten wir das schon letzte Woche aufzeichnen, deshalb habe ich da auch einen anderen Anzug an, also nicht erschrecken, das bin immer noch ich. Ist einfach vor einer Woche schon aufgenommen worden und ich habe mit Stefan Rammler, der Direktor des Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung in Berlin ist, unterschiedlichste Studien schon geschrieben hat, hatte ich die Freude, letzten Mittwoch mit ihm dieses Gespräch schon aufzuzeichnen und ich wünsche Ihnen eine gute Unterhaltung und ein paar spannende Inspirationen in den nächsten 8 Minuten beim Gespräch mit Stefan Rammler. Also Corona hat erstmal ganz zentral unterstrichen, wie groß die Bedeutung der Mobilität für moderne, arbeitsteilige, hochgradig interdependente und global ausgerollte Gesellschaften sind. Das ist, glaube ich, eine Erkenntnisfrage, wo Corona uns geholfen hat, zu sehen, wie wichtig Mobilität ist und wie schwerwiegend die Folgen sind, wenn Mobilität unterbrochen wird. Ganz praktisch hat Corona mehrere Implikationen mit sich gebracht, was das Verkehrsverhalten und die unterschiedliche Verkehrsträgernutzung angeht. Wir sehen, dass das Auto, was ja durchaus zentral in der Kritik stand, jetzt auch mit Blick das Klimatransformation und Klimawandel, eine Restabilisierung erfährt, gerade in den Milieus, die auch kritisch dem gegenüber waren. Wir haben erlebt, dass der öffentliche Verkehr fast auf Null runtergefahren wurde, dass das ganze Thema der internationalen Logistik hochproblematisch wurde, was zeigt einfach, dass eine global, horizontal, hochvernetzte Wertschöpfungsarchitektur im ökonomischen Sinne, was komparative Kostenvorteile natürlich einerseits mit sich bringt, andererseits, was die Frage der Vulnerabilität, also Verletzlichkeit, gerade der modernen Ökonomie angeht, eben keine so richtig gute Idee ist. Wir haben eine wahnsinnigen Boom beim Zweiradverkehr. Das ist ganz wichtig. Also Sie sehen, die Individualverkehrsmittel, ob Auto oder Fahrrad, sind
natürlich vor dem Hintergrund des sozialen Distanzierungsgebotes sehr attraktiv geworden und die kollektiven Verkehrsträger auch mit allen neuen digitalen Varianten, die wir da in Richtung Sharing Economy und Ridesharing diskutiert haben in den letzten Jahren, gerade in urbanen Kontexten, die sind unattraktiv geworden. Wir haben einen enormen Boom mit in den entsprechenden politökonomischen Folgen für die großen Unternehmen im Silicon Valley im Bereich der Lieferlogistik, auch total plausibel. Also das ist für mich eigentlich als Ökonom die eigentliche Folge, einen enormen Machtzuwachs gewonnen haben, politisch auch. Und wir haben erlebt, das ist das, was mich sehr froh macht und auch mit Blick auf die Frage, was sollte bleiben, dass das Thema der virtuellen Mobilität eine große Rolle spielen kann. Das war ein Thema, was ich die letzten Jahre als Mobilitätsforscher immer wieder eingefordert habe, dass wir bei all den Möglichkeiten, wie Digitalisierung uns unterstützen kann, Mobilität in Zukunft auf einem hohen Qualitätsniveau dennoch nachhaltiger zu machen, die virtuelle Mobilität, also die Substitution realer Verkehre durch Datenverkehre, sowas, was wir heute machen im Grunde in diesem Gespräch, eine sehr gute Idee ist und dass das politisch im Grunde verkehrspolitisch und transformationspolitisch mit Blick auf eine nachhaltige Ausgestaltung der Mobilität zu wenig im Blick stand. Insofern hat uns die Corona-Pandemie einen Schubser gegeben in diese Richtung und gezeigt, dass wir als ein großes Reallabor funktionieren gerade. Also wir sind einerseits, sehen wir durch die Brille von Corona, Defizite, Vulnerabilitäten, haben neue Analysemöglichkeiten. Andererseits funktioniert Corona wie ein Reallabor, indem sie Dinge uns zwingt auszuprobieren, die wir vorher vielleicht freiwillig nicht so ausprobiert hätten. Und das wird bleiben. Ich nenne es immer Telependeln im Arbeitsbereich, im Ausbildungsbereich, im medizinischen Bereich. Das sind alles Dinge, die erst am Anfang stehen, die können wir noch perfektionieren. Und dann wird das sicherlich einer der wichtigen Verkehrsträger der Zukunft sein, ohne dass wir wirklich tatsächlich von A nach B uns bewegen. Das sind die Veränderungen, die wir sehen gerade. Also nochmal zusammengefasst, Restabilisierung des Autos, Attraktivitätsverlust aller kollektiven Verkehrsträger, Attraktivitätssteigerung des Zweiradverkehrs und das ganze Thema Mobilität, virtuelle Mobilität, das sind die eigentlichen jetzt gerade beobachtbaren Veränderungen. Also erstmal ist es wichtig zu unterscheiden. Jeder Ort hat unterschiedliche Voraussetzungen für Veränderungen. Jeder Ort ist anders regional spezifisch eingebunden. Lüneburg ist in der Nähe zu Hamburg, hat also eine starke Pendlerbeziehung zu Hamburg. Es gibt andere Städte, die eben nicht so eingebunden sind, die auf dem flachen Land liegen oder noch näher dran sind an einer großen Metropole. Also das muss man alles mit berücksichtigen, die jeweilige raumtypologische Situation einer Stadt. Deswegen kann ich jetzt nur abstrahieren von dem, was ich über Lüneburg kenne und sagen, was ich mir dazu vorstelle. Das ist das eine. Das zweite ist, es ist total wichtig, was Sie gerade sagen. Es ist wichtig, sich partizipativ gemeinschaftlich Gedanken darüber zu machen. Die Bürger Lüneburgs, die Studierenden der Universität, all diejenigen, die dort leben und mobil sein wollen, sind die besten Experten in eigener Sache in Bezug auf die regionale Gebietskulisse. Die kennen Lüneburg, die wissen, was ihre Bedürfnisse sind. Und deswegen ist es eigentlich ein guter Plan, die Politik dahin zu bringen, diese Bürger auch zu fragen. Die können natürlich nicht alles mitentscheiden, aber sie sollten auf jeden Fall gehört werden. Partizipative Zukunfts- und Transformationspolitik ist in meinen Augen der einzige Weg, um auch Legitimität für harte politische Maßnahmen zu bekommen. Und wir brauchen wahrscheinlich harte, mutige Entscheidungen infrastruktureller Art. Wir brauchen Entscheidungen regulativer Art. Wir brauchen wirklich die Bereitschaft der Bürger, auch ihr Verhalten experimentell zu verändern. Das sind alles Dinge, wenn sie schnell gehen sollen, es muss gerade im Bereich mit Blick auf die Klimatransformation, die nächste große Vulnerabilitätsfrage, muss es relativ schnell gehen. Deswegen ist es wichtig, Legitimität zu erzeugen. Die erzeuge ich über das gemeinschaftliche Erzeugen von Bildern, attraktiven Zukunftsbildern, Visionen und auch im gemeinschaftlichen Beschreiben des Weges dahin. Das ist die zweite wichtige Voraussetzung. Und wenn Sie mich jetzt konkret fragen, wie es in Lüneburg aussieht, dann würde ich doch denken, dass Lüneburg eher eine Fahrradstadt ist. Das würde also deutlich machen, die Fahrradinfrastrukturen, also es geht immer darum, die Stärken zu stärken, die Fahrradinfrastrukturen relativ schnell auszubauen, noch zu verbessern. Fahrradinfrastrukturen können auch ins regionale Umland führen. Wir haben Fahrradautobahnen durchaus als funktionale Modelle und Vorbilder in Skandinavien, in Kopenhagen, auch im Ruhrgebiet gibt es sowas. Also Fahrrad ist durchaus auch ein Mitteldistanzverkehrsmittel, wenn es elektrisch unterstützt ist. Und der letzte Punkt, mein Lieblingsthema ist das Thema Telependeln. Wir sollten das, was ich vorhin eingangs sehr abstrakt sagte, auf kommunaler Ebene ernst nehmen und ganz genau gucken, wie wir in den Regionen ländlicher Mobilität, und das ist ja Lüneburg liegt in einer ländlichen Region,
Und ich sage immer, wir brauchen zwei unterschiedliche Verkehrspolitiken. Eins für die ländlichen Regionen, eins für die urbanen Regionen. Das ist ganz wichtig. Die Rahmenbedingungen der Menschen in ländlichen Regionen sind einfach völlig andere als in urbanen Regionen. Deswegen muss man ihnen anderes zumuten, nicht so viel. Man muss andere Konzepte fahren. Und da ist für mich in ländlichen Regionen eindeutig das Thema Ausbau der digitalen Grundinfrastruktur. Das digitale Netz ist das Volksnetz der Zukunft. Also es ist die Basisinfrastruktur des 21. Jahrhunderts, so wie die Autobahn- und Straßeninfrastruktur für den Volkswagen die Basisinfrastruktur des 20. Jahrhunderts in der Bundesrepublik war. So ist die digitale Infrastruktur das Volksnetz der Zukunft. Und wir können damit ganz viel machen in Sachen Restrukturierung des Mobilitätssystems, aber auch in Sachen Telependeln. Und da ist das Thema, wie baue ich denn eigentlich Visionen und Bilder einer anders gelingenden Integration von privatem Leben und Arbeit zu Hause, vielleicht mit Telependelzentren in der Nachbarschaft, wo ich morgens hingehe zu Fuß und dann in einem gemeinschaftlichen Raum mit anderen sitze und von da dann 3 oder 4 Tage virtuelle Mobilität praktiziere und gar nicht mehr ins Office fahre, vielleicht nach Hamburg oder so. Da ist ganz viel Kreativität erforderlich und da sind auch schon die großen ökonomischen Player unterwegs, die Immobilienbranche als Begriff. Die Telekommunikationsbranche hat es begriffen, auch die Arbeitgeber haben es zunehmend begriffen. Und das sollte jetzt arbeits- und sozialpolitisch entsprechend reguliert werden. Und die Kommunen können sehr gute Reallabore sein. Das ist die Rolle, die ich den Kommunen zuschreibe. Gerade in der Vielfalt, eine Kommune wie Lüneburg hat andere Rahmenbedingungen wie eine Kommune im Ruhrgebiet oder in Bayern oder an der Grenze zu Tschechien. Das sind ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen. Und deswegen sind die Reallabore so vielfältig. Und deswegen können wir so vielfältige Lernerfahrungen machen. Deswegen nochmal, die Kommunen sind für mich der eigentliche Ort der Verkehrswende, nicht mehr die nationale und europäische Ebene, die müssen den Rahmen schaffen, aber der eigentliche Ort der Verkehrswende ist die kommunale Ebene in dieser engen Fühlungsnähe zwischen Politik und Bürgern. Sehr schön. Spannende Einblicke von Stefan Rammler, die ich jetzt gern mal in die Runde mitnehme. Und ich begrüße Sebastian Heilmann bei uns. Schön, dass du dabei bist, Sebastian. Und Herr Rammler hat ja gesagt, Stärken. Wo sind denn die Stärken von Lüneburg, wenn es um den Bereich Mobilität geht? Vielleicht 1, 2 Beispiele aus deiner Perspektive. Wo sind denn die Stärken, die es zu stärken gilt für eine nachhaltige, zukunftsfähige Mobilität? Ja, spannender, aufregender Vortrag von Herrn Rammler trifft genau in Mark und Bein. Da kann ich auf jeden Fall schon mal zustimmen. Was bedeutet das für uns? Ich würde mal tatsächlich an dem Satz anknüpfen, den er sagte, dass Lüneburg sich zur Fahrradstadt eignet. Und das ist auch genau die Reise, auf die wir uns begeben haben mit unseren Leitbildern Radverkehrspolitik 2030+. Da soll nämlich aus unserer Sicht die Reise hingehen zu einer fahrradfreundlichen Hansestadt Lüneburg. Da kann ich jetzt ewig reden. Also da musst du mich gleich einfangen. Mache ich. Ich mach mal wirklich 2 kleine Beispiele, einfach das, was jetzt im letzten Monat allein lief. Und zwar haben wir einmal eine große Umbaumaßnahme auf den Weg gebracht mit auch erstmalig digitaler Bürgerbeteiligung, nämlich den Umbau der Hülfner Straße, was nebenbei die Hauptzugangsroute zur Leuphana-Universität ist, wo wir teilweise über 1200 Radfahrende haben auf dieser Achse am Tag. Also da ist schon ein sehr, sehr großes Potenzial. Und da haben wir uns entschieden und gesagt, wir gehen diesen Weg und reduzieren den Anteil des Parkraums im öffentlichen Raum. Das heißt, da, wo es immer normal war, dass ganz, ganz viele Fahrzeuge parken konnten, da wird jetzt Platz gemacht für einen breiten Radweg statt einwärts. Das wird sicherlich erstmal auch problematisch für diejenigen, die dort es gewohnt waren zu parken, vor allen Dingen Pendlerinnen und Pendler. Da wird sich sicherlich viel verändern über die kommenden Jahre, aber da setzen wir sozusagen den ersten großen Stunt jetzt für die nächsten Jahre, diesen Umbau. Da bin ich sehr froh, dass das einstimmig vom Verkehrsausschuss auch verabschiedet wurde, das Vorhaben. Und eine zweite große Sache, die im Januar gelungen ist, ist die Vergabe des Fahrradverleihsystems Stadtrat, das wir jetzt auch in die nächste Liga bringen. Da wird es also zukünftig um die 200 Fahrräder geben, die man an Stationen im gesamten Stadtgebiet und in Umlandgemeinden ausleihen kann, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und wir werden auch, und da freue ich mich so unglaublich drauf, 20
Elektrolastenräder an Stationen haben, die man ausleihen kann. Sehr, 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 sehr kostengünstig. Also wirklich für alle Bevölkerungsgruppen geeignet, einfach bedienbar. Und ich glaube, das sind einfach so zwei Super. Kleine Ausnahmen, aus dem was läuft. Und wir haben da so viel Dynamik aufgenommen jetzt in den letzten ein, zwei Jahren. Da bin ich sehr froh drüber. Und da muss noch viel mehr kommen. Aber deswegen Fahrradstadt wäre sozusagen bei der Mobilitätsfrage, glaube ich, Punkt 1. Super, großen Dank. Christine, man könnte so viel erzählen über Avenir und was ihr alles schon Tolles gemacht habt. Jetzt sind wir heute hier mit Mobilität. Was hat Gastronomie und Einzelhandel, was hat es mit Mobilität zu tun? Ich glaube, vor Corona waren es andere Fragestellungen als nach Corona. Vor Corona waren es vor allem die Fragen, wie kommen die Produkte zu uns, und da ja auch immer die spannende Frage der letzten Meile. Wir sind als Ladencafé in der Innenstadt, und auch die Frage, wie kommen die KundInnen zu uns. Jetzt nach Corona oder beziehungsweise während Corona haben wir eine dritte Fragestellung dazu gewonnen, nämlich wie kommen unsere Produkte zu den KundInnen. Stefan Rammler sagte vorhin ja auch, Corona hat neue Chancen eröffnet unter Mobilitätsgesichtspunkten. Das kann ich fürs Avenir auch bestätigen, denn wir haben mit dem ersten Lockdown, einfach um unsere Existenz irgendwie auch zu sichern, sind wir umgestiegen auf ein Lastenrad-Liefersystem und haben eben gesagt, okay, sonst kommen die Kundinnen zu uns. Jetzt können sie nicht zu uns kommen, jetzt kommen wir zu ihnen, und haben dann eben per Bestellung ausgeliefert und schnell einen Online-Shop hochgezogen, und so hat für uns im Prinzip dann Mobilität nochmal eine ganz neue Perspektive eröffnet. Und vielleicht auch nochmal in Bezug auf das Thema Fahrradstadt Lüneburg. Super, dass Lüneburg da so ambitioniert ist. Ich kann ja vielleicht, soll ich jetzt schon mal ein bisschen von meinen Erfahrungen erzählen? Also wir haben da ja jetzt hautnah Erfahrung gemacht während der letzten Monate, wie sich Lüneburg sozusagen auch eignet für den Fahrradverkehr. Und natürlich bringt das Lastenrad super viele Chancen im Sinne von, ich kann unkompliziert liefern, ich kann das Fahrrad unkompliziert parken, ohne eine Straße zu blockieren und so weiter und so fort. Aber gerade was so die Fahrradinfrastruktur angeht, haben wir die Erfahrung gemacht, da ist noch ziemlich viel Luft nach oben. Also ich könnte Geschichten erzählen von Kronkorken, von Bierflaschen, die abgeflogen sind, weil die Fahrradwege einfach so kaputt sind, dass man da mit einem Mountainbike vielleicht noch gut rüberkommt, aber mit einem Lastenrad nicht mehr so. Und von daher glaube ich, ist da noch viel Luft nach oben. Aber super, dass die Stadt da dran ist. Auch Bürgerinnen und Bürger rufen ja immer lauter nach einer fahrradfreundlichen Stadt. Mit dem Klimaentscheid Lüneburg und auch dem Radentscheid Lüneburg sind ja auch gerade zwei Initiativen geboren, die eben auch jetzt mit einem Bürgerbegehren auch da noch weiter für kämpfen wollen, dass Lüneburg eben noch fahrradfreundlicher wird und die Autos so ein Stück weit verbannt werden. Dann auch das noch ein Punkt. Es gibt auch echt viele gefährliche Stellen in Lüneburg, wo man als FahrradfahrerInnen einfach auch wirklich verdrängt wird von Autos. Von daher total toll, dass Lüneburg da Ambitionen hat, zukünftig eine bessere Fahrradinfrastruktur zu schaffen. Das ist super spannend. Das ist eigentlich auch eine tolle Überleitung zu eurem Projekt, weil da geht es ja noch mal eine Stufe weiter. Also da geht es nicht nur um fahrradfreundlich, sondern noch mal um Innenstadt ganz neu denken. Aber vielleicht kannst du, Finn, noch kurz berichten, was ihr denn für eine Vision entwickelt habt für die Innenstadt. Ja, genau. Also in unserer Projektgruppe haben wir uns auch die Innenstadt angeguckt. Die ist ja schon weitestgehend autofrei und haben uns dann überlegt, wo ist da noch Luft nach oben? Und da kommen dann vor allem zwei Komponenten auf. Einmal der Personenverkehr, da haben wir jetzt schon ein bisschen drüber geredet. Da muss die Radfahrinfrastruktur einfach auch noch ganz schön ausgebaut werden. Damit haben wir uns beschäftigt. Und dann hat man natürlich noch die Problematik, du hattest das angesprochen, die letzte Meile. Wie kommen eigentlich dann die Waren zu den Geschäften, zu den Restaurants? Und da haben wir uns halt ein Konzept überlegt, wie das ohne Autos, ohne LKWs geht. Und haben uns überlegt, dass man Kanäle durch die Lüneburger Innenstadt zieht und dadurch dann die Strömung der Ilmenau nutzt und Boote ohne Antrieb, also Flöße, dann die Waren liefern.
Und Kanäle ist eben, ich komme ja aus der Nähe von Freiburg, also sind das dann die kleinen Bächle, wie das bei uns heißt, oder richtig ein Kanal? Nur, dass ich so eine Vorstellung kriege. Ja, wir haben halt geguckt, wie werden Waren geliefert und ja. Das sind Europaletten. Okay. Und dementsprechend haben wir geguckt, wie breit sind Europaletten und wie breit müssen unsere Kanäle sein. Und wir haben uns überlegt, dass da eine Breite von 1,50 Meter erforderlich wird. Das heißt, dass tatsächlich das nicht so ist Straße oder Kanal, sondern das geht beides. Also gerade wenn man dann die Autos aus der Innenstadt verbannt, da wird ja auch Platz frei. Mhm. Das heißt, damit ist tatsächlich auch ein Platzgewinn verbunden. Spannend, sehr schön. Kanäle habe ich noch nicht im Angebot, aber dass man so ein Lastenrad mal auch sieht und was da gerade im Experiment in der Zukunft statt das Rad bringt, passiert, haben wir eine Matz, magnetische Aufzeichnung, habe ich heute gelernt, eine Matz vorbereitet und die startet jetzt. Hallo, wir stehen heute vor dem Laden Fräulein Paula. Fräulein Paula ist eine der ersten, die unser Experiment Das Rad bringt's ausprobiert haben. Heute wollen wir mal von den Mitarbeiterinnen erfahren, wie das genau läuft. Und dafür gehe ich gleich rein und quatsche eine Runde mit der Bella. Ja, kommt einfach mit. Schon eine Bestellung rein und dann können wir gleich loslegen. Ich müsste jetzt allerdings als allererstes einmal den Lastenradfahrer eine E-Mail schreiben, damit der Bescheid weiß, wo das hinkommt und wo er es auch abholen soll. Also jetzt hast du eine E-Mail geschrieben, das geht ja an unsere Zentrale und dann wird das verteilt. Das ist ja so ein Netzwerk von Lastenradlern. Und wie geht's da jetzt weiter? Genau, wir haben jetzt gerade tatsächlich schon Bescheid bekommen, dass er hier in der Nähe ist. Das heißt, es ging jetzt sehr, sehr schnell. Und wir müssen jetzt deswegen auch relativ schnell die Ware zusammenpacken, damit die Kunden das dann auch zeitnah geliefert bekommen. Okay, dann. Das können wir direkt machen. Ja, dann helfe ich doch. Ja, gerne. Freue ich mich. Ja, wie genau können jetzt die Kunden bei euch bestellen? Auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Also wir haben beispielsweise ja unser kleines Kaufhaus, so nennen wir das. Das ist unser Schaufenster, in dem wir immer verschiedene Sachen ausstellen. Und da findet man auch unsere WhatsApp-Nummer. Das heißt, über WhatsApp kann man bestellen. Dann ganz normal per Telefon, wie das jetzt gerade die Kundin gemacht hat. Oder auch über Instagram. Einfach per Direct Message. Wie wichtig ist der persönliche Aspekt da bei so einer Lastenradlieferung? Das ist nicht nur einfach eine Warendurchgabe, sondern da ist immer noch mal so ein persönlicher Schnack dabei. Die Leute vermissen das auch einfach und wir ja genauso. Und was wir zum Beispiel machen, um das so ein bisschen persönlicher zu machen, wir legen eigentlich jedem Paket immer noch mal ein paar liebe Worte bei, von uns geschrieben, oder auf Wunsch verpacken wir auch die Dinge als Geschenk ganz persönlich und individuell. Und das stellt dann auch schon mal so ein bisschen wieder persönlichen Kontakt her. Experiment klasse. Man kann natürlich dann überall da einkaufen, hier in Lüneburg, wo man gerne einkaufen möchte. Und dann bekommt man das mit dem Fahrrad auch noch am selben Tag geliefert, was natürlich wirklich bequem und super unkompliziert für einen ist. So, und jetzt würde ich gerne auspacken, wenn ich darf. Alles klar, vielen Dank. Tschüss. Mit der Aktion Das Rad bringt's zum Fest haben wir schon gezeigt, wie großartig Kooperationen zwischen Stadtverwaltung, Zivilgesellschaft, den lokalen HändlerInnen und LogistikerInnen funktionieren können. Als Beitrag für eine klimaneutrale Region, als Beitrag zur Unterstützung des Einzelhandels in diesen schwierigen Zeiten. Und wir sind jetzt schon sehr freudig darüber, dass es bald weitergeht, noch viel größer, mit noch mehr Unterstützung hier lokal in Lüneburg für den Einzelhandel, für die Kundinnen und Kunden. Lastenräder können euch eure Sachen nach Hause bringen. Ihr müsst nicht in die Stadt kommen, trotzdem solltet ihr es natürlich tun, wenn ihr wieder könnt. Wir freuen uns. Sehr schön. Also Lastenräder, Fahrradstadt spielt eine große Rolle. Christine, wie stellst du dir die Innenstadt nach Corona vor? Oder wie wünschst du sie dir? Also vorhin hätte ich noch gesagt, autofrei,
möglichst fahrradfreundlich. Jetzt, wo ich die Finns Idee gehört habe, würde ich sagen, ich stelle mir die Innenstadt so vor, dass wir da einen Kanal haben und Lieferungen nicht mehr auf zwei Rädern passieren, sondern dann per Floß. Finde ich eine wahnsinnig coole Idee, gerade weil sie einfach sehr abwegig ist und deswegen so gut, weil ich glaube, wir müssen eben auch in unseren heutigen herausfordernden Zeiten ein bisschen disruptiver denken, ein bisschen visionärer denken, so wie ihr das getan habt. Ob es jetzt wirklich Kanäle werden, weiß ich nicht, aber ich finde es total cool, einfach mal ein bisschen außerhalb der gewöhnlichen Denkmuster zu denken. Ich glaube, dann entstehen die allerbesten Ideen. Super. Wo habt ihr denn die größten Herausforderungen gesehen, dass es Kanäle gibt oder eben also autofreie Innenstadt? Wo ihr habt euch ja sicherlich auch damit beschäftigt, wo sind so die Schwachpunkte und wo muss man dran drehen, dass das wirklich so weit kommen könnte? Was habt ihr da rausgefunden? Ja, das größte Problem für uns waren Menschen, die nicht einfach aufs Fahrrad umsteigen können. Also Senioren zum Beispiel, das ist einfach schwierig. Was wir uns da überlegt haben, ist, dass es noch eine Buslinie durch die Innenstadt geben soll, trotz dieser Kanäle, da gibt es dann Brücken. Aber zugegebenermaßen ist das wahrscheinlich der Punkt, wo das Projekt noch Luft nach oben hat, wo da noch ein Bedarf an guten Ideen ist, wie vielleicht kleine Elektrofahrzeuge, irgendwelche Alternativen für Menschen, die einfach nicht so mobil sind wie Studierende. Spannend. Sehr schön. Sebastian, vielleicht noch eine letzte Frage an dich. Wie geht es denn jetzt konkret weiter mit das Rad bringt's Lieferservice? Eben wie bindet ihr die tollen Erfahrungen vom Avenir mit ein, von anderen Einzelhändlerinnen? Was sind so die nächsten konkreten Schritte, wie es vorwärts geht, damit wir die Luft nach oben, von der wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben, dass wir die auch wirklich nutzen und da vorwärts gehen, dass wir da, dass die Luft nach oben kleiner wird? Ja, sehr gerne. Da ist tatsächlich jetzt einiges in der Pipeline im März. Also ich kann ja schon mal ein Datum vorweg sagen. Das ist Montag, der 8. März. Da wird es nämlich weitergehen mit dem Experiment, das Rad bringt's. Wir sind auch sehr froh, dass wir jetzt nicht nur das Lastenrad Lüneburg an Bord haben für die Auslieferung der Waren, sondern auch den Heidlöper, der ja sozusagen hier der Lokalmatador, der große Lokale, der große regionale Logistiker ist. Das heißt, wir gehen sozusagen schon in Richtung Professionalisierung, das Ganze größer zu denken. Der Heidlöper hat einiges vor in den kommenden Jahren, das wird er dann sicherlich selbst mal erzählen. Also die denken auch ganz groß im Fahrrad, im Lastenradbereich. Und wir laden den kompletten Einzelhandel ein, das geht jetzt über die Netzwerke, ein Einladungsschreiben, wirklich den kompletten Einzelhandel. Wenn ihr Waren jetzt im März habt, wo ihr sagt, genauso wie wir es im Video gesehen haben, ihr möchtet diesen Kontakt zu euren Kundinnen und Kunden wieder aufnehmen, verstärken, intensivieren, eine neue Ebene herstellen, dann meldet euch entsprechend bei den Adressen und Telefonnummern, die dann jetzt groß verteilt werden und seid dabei, nutzt die Möglichkeit des Experiments, tatsächlich einfach mal diese Lieferkette zu erfahren, ohne dass Kosten auftreten, da die Kosten eben dankenswerterweise durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert werden. Und wenn alles gut läuft in dieser nächsten Testphase, dann weiten wir das Ganze im Zuge des Jahres aus und machen das noch ein bisschen größer, soweit vielleicht schon mal vorab verraten. Also da wird einiges Spannendes auf jeden Fall noch auf uns zukommen. Sehr schön. Und ich glaube, in diesem Lernexperimentierprozess kriegen wir dann auch Infrastrukturen, wo keine Bier-Kronkorken mehr durch die Luft springen. Und ich glaube, das ist eben, also dieser Erfahrungsaustausch und das Gemeinsame, ich glaube, das ist sehr deutlich geworden.
Was auch wichtig ist, und eben da haben wir ja auch unsere Rubrik, wo es darum geht, in eine andere Stadt zu blicken. Wir haben viel über Fahrrad gesprochen. Wir werden jetzt einen Blick in die fahrradfreundlichste Mittelstadt Deutschlands werfen. Und ich freue mich sehr, dass Sascha Terörde, der Leiter der Stabsstelle Zukunfts- und Strategiebüro, des Zukunfts- und Strategiebüro der Stadt Bocholt zugeschaltet ist. Faszinierend, toll, und wir würden gerne erfahren, eben die Rubrik heißt, wie machen die das eigentlich in Bocholt? Und daher, Herr Röde, die erste Frage, wie hat es Bocholt denn geschafft, die fahrradfreundlichste Mittelstadt zu werden? Denn Lüneburg und Bocholt sind, ich sag mal, größenmäßig fast vergleichbar. Lüneburg ist ein klein bisschen größer noch von der Einwohnerzahl her. Haben ähnliche Lagen, sage ich mal. Lüneburg liegt am Rand in der Nähe von Hamburg. Wir liegen im, ich sag mal, im Ballungsumfeld des Ruhrgebietes beziehungsweise auch Münster. Und so sind die Städte ziemlich, kann man gut vergleichen, sage ich mal. Und ich finde es schön, dass man so als Bocholter oder dass Bocholt generell so als fahrradfreundliche Stadt so wahrgenommen wird. Wie wir da hingekommen sind, kann ich im Endeffekt gar nicht genau sagen. Es ist einfach, man sagt hier im Grunde, der Bocholter, die Bocholterin wird mit dem Fahrrad geboren. Jeder Haushalt, jede Person hat im Grunde mindestens ein Fahrrad irgendwo im Hause stehen und es wird stetig genutzt. Also wir haben hier schon einen sehr hohen Modal-Split-Anteil im Bereich des Fahrradverkehrs. Und wird eigentlich seit Jahren schon mitgedacht. Es gibt dann, wie gesagt, ob es denn Aufstellflächen in Ampelbereichen sind mit extra Fahrradampeln, die dann dem Pkw-Verkehr vorgeschaltet sind, dass man als Fahrradfahrer sicherer fahren kann. Es gibt, wie gesagt, viele Bereiche, wo das Fahrrad wirklich mitgedacht wird. Aber es ist so, wir arbeiten ständig daran. Wir haben im letzten Jahr ein neues Mobilitätskonzept aufgesetzt, was auch wieder sehr stark den Fokus darauf steht, eben diese Maßnahmen, den guten Status, den wir haben, wie gesagt, man merkt es ja, wir haben uns einen Ruf erarbeitet als fahrradfreundlichste Stadt, den auch weiter zu halten und auszubauen. Denn wenn man die Bürger und Bürgerinnen fragt, es gibt ähnlich wie in Lüneburg immer, ich sag mal, Optimierungspotenziale. Ja, es gibt hier auch Buckelpisten, Radwege, die nicht breit genug sind, weil sich ja auch die Strukturen entsprechend ändert. Es muss einfach wirklich immer gedacht werden. Ich habe gerade verfolgt, es geht in Lüneburg auch um Lastenräder. Da muss gedacht werden, dass die Fahrradwege auch für die Breite von Lastenrädern ausgehen. Dass man aber auch dann die Verkehre zum Beispiel jetzt mitdenkt. Wir haben hier Rose Bikes, ist ein großer Fahrradhändler, einer eigentlich der große Fahrradhändler in Bocholt, für den auch Bocholt sehr bekannt ist, schon in den letzten 20, 30 Jahren immer sehr bekannt als großer Fahrradversandhandel früher und jetzt auch noch global unterwegs ist. Und merkt man gerade in allen Generationen, auch von klein bis in die Seniorengeneration, jetzt mit dem Aufkommen der E-Bikes, hat das Fahrrad wieder eine ganz andere Dynamik bekommen. Und da sind aber dann auch wieder unterschiedliche Geschwindigkeiten, die gefahren wird. Da muss damit gedacht werden, dass man auch die Fahrradwege entsprechend so macht, dass, ich sag mal, Fahrradfahrer unterschiedlicher Geschwindigkeiten aneinander vorbeifahren können, dass der Verkehrsfluss dort geregelt ist und ähnlich wie auf der Straße auch Überholspuren gab. Wie gesagt, man muss ein bisschen sehen, die Stadtstruktur von Bocholt ist sehr zentralisiert auf einen Kern. Wir haben einen innerstädtischen Ring. Und es geht jetzt hier im Mobilitätskonzept auch darum, dass wir in die Perspektive 2030, 35 wirklich, es gibt eigentlich ein Verkehrsprojekt aus den 60er Jahren, einen weiteren äußeren Ring zu ziehen. Jetzt geht es aber darum, diesen vielleicht auch wirklich zu realisieren. Was natürlich heutzutage immer in der Diskussion ist mit Klimawandel und Straßenbau. Aber Ziel ist wirklich dann auch einen Stadtumbau zu erreichen, weil dadurch dann Potenziale in der Innenstadt ermöglicht werden, dort wirklich Flächen für den Fahrradverkehr und für den oder nicht motorisierten Verkehr preiszugeben und dort eben das noch attraktiver zu machen, wirklich mit der Innenstadt das auszubauen. Also wie gesagt, man kann es wirklich gar nicht auf, wir hatten gefragt, ein, zwei konkrete Maßnahmen, man kann
gar nicht irgendwie konkret benennen, weil wir wirklich jetzt auch in dem Mobilitätskonzept, es geht um Fahrradboxen, es geht um Fahrradabstellanlagen, es geht um, wie ich gesagt hatte, das Fahrrad gehört zum Bocholter, zur Bocholterin, und da ist es so, man fährt zum Markt, dann gibt es in den letzten Jahren immer so das Problem, Sicherheit beim Fahrrad ist ein sehr hohes Gut im Moment. Mhm. Es werden E-Bikes geklaut, es werden die Akkus geklaut. Jetzt geht es darum, sichere Abstellanlagen für diese Fahrräder zu schaffen, um auch den, es attraktiv zu halten, mit dem wertvollen Fahrrad auch in die Stadt zu fahren. Nicht, dass man es in der Garage stehen lässt, weil man Angst hat, dass es geklaut wird. Also von daher, man kann es nicht an ein, zwei Maßnahmen festmachen. Es muss mitgedacht werden. Wie gesagt, die Maßnahmen, die ich in Hamburg gesehen habe, wie gesagt, gehen in die richtige Richtung, würde ich sagen. Wir arbeiten auch mit Radmessen. Es wird immer sehr hochgetragen, das Thema. Wir machen Radmessen, also dass der Bocholter generell immer weiß, wir sind eine Fahrradstadt, wir wollen es weiter sein und weiter dran leben. Das ist sehr spannend. Sehr spannend. Und eben, was ich auch spannend finde, und das haben wir auch im Gespräch gehört, eben, es ist ein gemeinsames und ein gemeinsames Arbeiten. Bocholt ist ja auch eine von diesen 8 Zukunftsstädten wie Lüneburg. Was ist denn so der Kern? Also was macht denn Bocholt im Rahmen der Zukunftsstadt neben dem Thema Fahrradstadt sonst noch so? Also im Bereich Zukunftsstadt haben wir, ich sag mal, 3 wesentliche Kerne. Einmal das, was generell bei den Zukunftsstädten mitspielt, ist dieses Thema Partizipation. Da haben wir einen Schwerpunkt wirklich die Versuch der repräsentativen Partizipation. Also dass man nicht eine Beteiligung aus reinen Interessenslagen oder betroffenen Beteiligungen sieht, sondern wirklich versucht, auch repräsentativer, dass wir Formate eben wählen, wo wir auch dann per Zufallsauswahl 1000 Leute anschreiben und schauen, wer davon quasi jetzt sich an dem Thema beteiligt, auch wenn er nicht betroffen ist, auch wenn er es nicht direkt in seiner Interessenslage liegt, sondern weil es eben ein Bocholter-Thema ist. Mhm. Dann haben wir dieses Partizipationsthema. Dann haben wir Maßnahmen, wirklich städtebauliche Maßnahmen, die über diese Partizipation begleitet werden. Mhm. Das ist teilweise nicht einfach, weil wer Städtebau betreibt, weiß, es sind immer bestimmte Fristen einzuhalten mit Städtebauförderung etc. Und gerade jetzt mit Corona, mit Beteiligung und so weiter, bestehen da Probleme. Aber wie gesagt, da sind wir dabei. Wir haben in diesem Jahr gerade, in den letzten Wochen, eine Fläche vorbereitet, wo mit kleinen Maßnahmen Bewegungsförderung erreicht werden soll. Das ist das nächste wesentliche Thema, was wir bei uns haben. Als drittes Bein ist das die kommunale Gesundheitsvorsorge oder Fürsorge, dass wir versuchen, durch Bewegungsförderung Gesundheitsförderung zu erreichen. Weil wir sagen, eine nachhaltige Stadt braucht auch eine nachhaltig gesunde Bevölkerung. Mhm. Und Gesundheit kann man durch Bewegung entsprechend fördern. Also Bewegung zu Fuß gehen, mit dem Fahrrad fahren. Das sind eben die beiden Schwerpunkte, die wir da weiter fördern wollen. Und da geht es wirklich darum, wo wir uns auch konzentrieren auf bestimmte Personengruppen. Wir haben einmal das Thema Fit im Alter und einmal Fit und Cool, wo es, für die Jüngeren bzw. Junggebliebenen, also es geht dann einmal um Trendsportarten. Da ist zum Beispiel im ganzen Zukunftsstadtprozess, wir sind jetzt, man sieht es im Logo hinter uns, sind in der dritten Phase. Aus den ersten beiden Phasen war das Thema eines Bikeparks, also eines Mountainbikeparks entstanden. Dieser wird in diesem Jahr jetzt umgesetzt in der dritten Phase. Dann wirklich diese Themen weiter vorangetrieben. Fit im Alter heißt, wirklich auf einer kleinen Grünfläche werden Wege optimiert. Das heißt, nicht ein gerader Weg, der kürzeste Weg, sondern ein erlebnisreicherer Weg wird gewählt, damit auch ein Senior, Seniorin mit einem Rollator ein paar Meter mehr geht, als vielleicht der direkte Weg wäre. Einfach so mit kleinen Maßnahmen, Umbauten, Bewegung zu fördern und damit auch die Gesundheit zu fördern. Das sind so die wesentlichen Schwerpunkte. Aber wie gesagt, Sie merken, ich komme leicht. Super, aber es ist toll. Und es ist ja auch schön, dass man sieht, wie viel da passiert. Und Sie haben eigentlich mir, also leider sind wir schon am Ende von unserem Gespräch, aber ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung, eben diese Vielfalt, die Sie beschrieben haben und in Bewegung sein. Also wir waren ja jetzt unsere Gäste, ich, Sie, wir sind jetzt schon seit über 30 Minuten hier am Sitzen. Also ich glaube, wir müssen so langsam wieder in Bewegung kommen. Ganz viel Spaß. Ich hoffe, Bocholt bleibt in Bewegung. Da bin ich überzeugt. Lüneburg
wird auch in Bewegung bleiben. Und wir werden uns mit Sicherheit wieder sehen. Herzlichen Dank für diesen Einblick in die Stadt Bocholt und was Sie alles schon geleistet haben. Vielen Dank. Sehr schön. Dann sind wir schon am Ende wieder von diesem zweiten Tag des Zukunftsstadt-Magazins. Das ist bewegend. Wir haben in unseren Köpfen zumindest schon Kanäle in Lüneburg angefangen zu gestalten und zu rahmen. Wir haben wieder gesehen, wie stark und wie wichtig Zusammenarbeit ist, wie viel das schon da ist, wie viele Pflänzchen dort schon da sind, die es jetzt wirklich zum Wachsen bringen gilt. Wir werden morgen über das Thema Ehrenamt sprechen hier. Also da auch wirklich die engagierte Stadt. Wie kann man sich einbringen in Lüneburg? Das ist dann leider schon das letzte Zukunftsstadt-Magazin. Auf diesem Kanal geht es gleich weiter mit dem Utopiestudio, mit Maya Göpel und Richard David Precht, die heute dem Thema nachgehen, die Demokratie retten. Das hast du schon eingebracht. Finn, mir bleibt nur noch mal ganz herzlich unseren Gästen zu danken, für die ich einmal mehr viel zu wenig Zeit hatte, aber mein großer Vorteil ist, dass ich mit den Gästen in Projekten auch zusammen oder hoffentlich bald in Projekten zusammenarbeiten werde. Also insofern geht es auf jeden Fall weiter. Herzlichen Dank für diese spannenden 35 Minuten. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Abend. Heute Abend ein bisschen hoffentlich auch mit Bewegung. Trotz Corona, wir haben gesehen, dass Corona auch ganz viele Chancen bietet, Städte gemeinsam zu gestalten. Und darauf freue ich mich in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren, dass wir gemeinsam in dieser kleinen Gruppe, aber auch gemeinsam mit allen Lüneburgerinnen und Lüneburgern diese Stadt gemeinsam gestalten. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder dabei wären. Insofern einen wunderschönen Abend und herzlichen Dank fürs Zuschauen.